Ein Staat, der weiterhin aber enge Kontakte zu Russland hält, das ist die Türkei. Und nun hat der türkische Präsident Erdogan, der ja weiterhin eben auch regelmäßig mit Putin spricht und telefoniert, hat in einem Interview nun mitgeteilt, dass Putin diesen Krieg so schnell wie möglich beenden will. Passt diese Äußerung zum russischen Verhalten, was Sie aktuell auf dem Schlachtfeld sehen und eben auch in den entsprechenden Planungen für diesen Krieg? Nun, Russland hat bei der UN-Generalversammlung wenig Rückendeckung bekommen. Nicht überraschend kam sie aus der Türkei. Erdogan und Putin haben ein enges persönliches Verhältnis. Beide Länder haben wesentliche wirtschaftliche Interessen aneinander. Aber diese Äußerung von Erdogan, dass Putin möglichst schnell verhandeln will, das ist, glaube ich, doch eine Irreführung, denn Russland will derzeit nicht verhandeln, wie auch die Ukraine nicht verhandeln will, weil auch Russland, wie die Ukraine, noch an den Erfolg auf dem Schlachtfeld setzt, glaubt, diesen Krieg noch gewinnen zu können. Also Erdogan hat das gesagt, sicherlich um Russland zu unterstützen, diplomatisch zu unterstützen, vielleicht auch sich wieder anzudienen als Vermittler in solchen Friedensverhandlungen oder Waffenruheverhandlungen. Aber ich glaube, es verkennt die Realität, nämlich dass beide Seiten nicht verhandeln wollen. Professor Gerhard Mangold, wir danken Ihnen an diesem Freitagmorgen für Ihre Einordnungen und das Gespräch. Dankeschön. Gerne.